selbst noch mal das letzte Flackern der Kerzen von Chanukka hier an diesem siebten Tag des Festes, der angefangen hat bei Sonnenuntergang. Shalom Aleichem. Vielleicht sieht es heute nicht mehr der siebte Wochentag, denn am Schabbos solche Videos aufzunehmen, bringe ich dann doch nicht übers Herz. Aber der siebte Wochentag ist fertig, habe ich dir gesagt. Und wir befinden uns gerade in der Zeit von Chanukka. Und immerhin ist der siebte Tag von Chanukka, von diesen acht Tagen des Lichterfestes, was ja doch die ein oder andere Parallele zum Weihnachtsfest hat, was ja auch in dieser Jahreszeit geschieht, sie sich zeigt in der Symbolik des christlichen Kalenders. Und wie es ja meistens dann auch ist, fällt diese Zeit auch auf die römischen Kalenderdaten um den 31. Dezember herum, beziehungsweise kurz davor befinden wir uns. Und entsprechend könnte die Knallerei, der Krach von Feuerwerkskörpern hier immer wieder im Hintergrund zu hören sein, aber so ist das. Es wird hoffentlich nicht überhand nehmen. Wir versuchen also jetzt mal diesen siebten Tag der Schöpfung, den siebten Wochentag, die siebte Sphira, die Malchut, Malchus, ein bisschen, was heißt schon, zu besprechen, ein bisschen davon zu erzählen, dazu zu erzählen, was ich so ergibt, wie immer halt. In diesem Sinne. Ja, der siebte Tag, Yoim HaShivari. Es wurde ja schon in anderem Zusammenhang eigentlich schon seit Beginn dieser Pfeifenmonologe, wo es erstmal mit dem Alphabet und den Zahlenwerten losging, schon immer mal wieder was zu diesem siebten Tag gesagt, der eben diese Welt des siebten Tages, diese Welt hier, meint, andeutet, wie auch immer man es formulieren will, und vielleicht nochmal zusammengefasst, was uns zu diesem Schluss oder zu dieser Anschauung führt. Wenn wir uns den Bibeltext angucken, sehen wir bei allen sechs Schöpfungstagen, die bisher geschehen sind, bisher angeschehen sind, immer den Abschluss mit, und es wurde Abend und es wurde Morgen, Tag Nummer so und so. Genau dieser Abschluss fehlt scheinbar beim siebten Tag, woraus dann abgeleitet werden kann. Dieser siebte Tag ist noch nicht abgeschlossen, er ist noch nicht vollendet aus dem Abend und dem Morgen und zu einem vollen ganzen Tag geworden, sondern wir befinden uns in diesem siebten Tag, an diesem siebten Tag, und in diesem Sinne eben auch die ganze Rede von der Sabbatheiligung, der Sabbatentweihung demgegenüber, was das bedeutet, diesen siebten Tag auch eben im Verständnis als diesen ganzen, dieser ganzen Welt des siebten Tages um uns herum, was heißt, diese Welt nicht zu heiligen, sie zu entweihen, indem wir ihr das sehr Gute als Charakteristikum absprechen und meinen, wir müssen selber jetzt irgendwas machen und tun und verbessern an diesem siebten Tag. Das heißt also etwas arbeiten, Werk verrichten am Schabbat, was eben nicht geht, schlichtweg, eigentlich nicht geht. Wir können uns höchstens einbilden, dass wir irgendwas am Tun und Machen und Verbessern sind. Aber gut, dieses Thema ist eigentlich ein großes Thema für sich, deswegen sei nur vielleicht für den es gerade bedrückt oder sich mit dieser Frage auseinandergesetzt wird, sei auf einen Artikel hingewiesen bei ratalmidim.net. In der Rubrik Erbauliches, der sehr gute siebte Tag, da wurde auch ein bisschen auf dieses scheinbare Widersprüchliche an der Sache eingegangen. Einerseits ruhen an diesem siebten Tag, in dieser Welt des siebten Tages also nichts tun, aber andererseits eben, wie ja auch im Neuen Testament, Christus durchaus sehr viel tut an diesem Schabbat, also auch nicht nur in dieser Welt des siebten Tages, sondern auch ganz konkret am wöchentlichen Sabbattag Heilungen vollzieht, vermittelt zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen. Denn diese Priestertätigkeit, dieses Vermittlertum, das ist natürlich schon immer auch am Sabbat nicht einfach nur erlaubt, sondern sogar geboten gewesen.
Denn auch am Schabbes haben natürlich die Leviten und die Priester ihren Dienst im Heiligtum zu verrichten und tun das immer weiter, auch in dieser Zeit, wo äußerlich der Tempel verwüstet ist und wir im Exil sind. In uns, im Ewigen, im Heiligen, da besteht dieser Tempel. Und da besteht, und das bringt uns zu dem Tag, um den es sich jetzt handelt, und zu der Sphira und zu der Figur David, die mit dieser siebten Sphira assoziiert ist. Und auch in uns und in dem Heiligen, in dem Ewigen besteht eben dieser König David. In der geschichtlichen Zeit, in der Historie natürlich, da kann man jetzt sagen, was, dieser alte König von vor 3000 Jahren, der lebt ja doch überhaupt nicht mehr. Mag sein, das mögen die Historiker entscheiden, aber das ist nicht, um was es geht. Wenn man zum Beispiel in vielerlei Traditionen im Gebet vor dem Schlafengehen noch einmal betont, David, Melach Israel, Chai v'Kayam, Chai v'Kayam, Chai v'Kayam. Der David, der König von Israel, lebt und besteht, er lebt und besteht, er lebt und besteht. Dann ist eben genau das damit gemeint. Also sowohl dieser David, dieser Urtypus des Moschiach, des Melach HaMoschiach, des gesalbten Königs, als auch David im Sinne dieser siebten Sphira, dieser Malchut, aber auch Schchina, der Einwohnung Gottes, sie lebt und besteht. Sie mag vertrieben werden von jedem Ort wieder und weiterziehen die ganze Zeit, eben auf diesem Weg durchs Exil, auf der ewigen Flucht, auf der immerwährenden Flucht zu sein, aber trotzdem ist sie überall anwesend, diese Einwohnung, diese Anwesenheit Gottes. Und das Erleben des Moschiach, des Gesalbten eben, auch des David eben, oder des Ben David, des Moschiach Ben David, des Messias, Sohn des Davids, das ist eben immer präsent. Hier sind wir wieder bei dem Begriff der Parousia, der Anwesenheit Christi im Neuen Testament. Und dieses Malchut, die siebte Sphira mit diesem Namen Malchut, das Königreich oder auch das Königtum, die Königsherrschaft, das Herrschen eigentlich von Molech, also oder Malach, das Beherrschen. Malchut ist das Substantiv dazu, dass die Herrschaft eben, und das ist diese siebte Sphira, dieser siebte Tag auch, und da fließen eben alle vorherigen Sphirot zusammen, und wir reden ja hier jetzt vor allem von den unteren sieben, also die ersten sechs dieser sieben fließen in dieser siebten zusammen, sind da, man könnte sagen, aus unserer schwächlichen Perspektive als Menschen hier unten verwischt, verschwommen, zu so einem scheinbar unförmigen Ganzen zusammengeronnen, aber dadurch eben dennoch alles in sich vereinigend. Und deswegen hier in dieser Welt des siebten Tages ist alles vermischt und verwischt und man kann die Konturen nicht so genau erkennen. Da muss man sich sozusagen erheben, könnte man sagen, oder in sich gehen, je nach Perspektive, und zu diesen tieferen Schichten vordringen, wo die Ordnung noch deutlicher erkennbar und formulierbarer ist. So ja auch im Bibeltext von The Genesis, ersten Kapitel, an den ersten sechs Tagen wird eben sehr konkret gesagt, und Vayomer Elohim, und Gott sprach, und dies und das wurde geschaffen, entstand, und es trennte sich und ordnete sich, und es wurde so und so benannt, und dieses und jenes war dann vorhanden, und diese verschiedenen Schichten, die wir jetzt eben so ein bisschen zumindest angesprochen haben in den letzten Monologen, das wird relativ detailliert beschrieben. Und natürlich, die Überlieferung führt noch viel dazu aus, je mehr man in die sogenannten mystischen Schriften sich wendet, an die sich wendet, desto detaillierter wird auch das Verständnis dann dieser Schöpfungsgeschehnisse der ersten sechs Tage. Und dann am siebten Tag, das ist eigentlich nur wieder ein relativ kurzer Abschnitt, das sind, glaube ich, drei Verse, die auch so ziemlich jedem bekannt sein dürften, der so die traditionellen Gebete sagt und entsprechend dann auch am Sabbat beginnen, am Freitagabend, diese Verse noch einmal sagt, vor dem Kiddusch, also vor der Heiligung des Weines, der dann im Glas zum Überlaufen gebracht wird, diese Symbolik des überlaufenden Weines, wo das Innere nach außen tritt, hat auch immer was mit dem Erleben dieses Messianischen zu tun, aber das würde jetzt vielleicht auch etwas zu weit führen. So Gott will an anderer Stelle nochmal. Oder wer jetzt ganz dringend was dazu wissen will oder lesen will, der sei wiederum verwiesen auf einen Artikel mit
ungefähr dem Titel Salbung und achter Tag, das Überfließen des Kelches, wenn innen endlich außen wird oder so ähnlich. Auch wiederum in der Rubrik Erbauliches auf lateinmitim.net. Aber um hier jetzt in diesen gesprochenen Monologen nicht zu weit auszuholen, sei nur eben darauf hingewiesen. Es wird also immer mit Beginn des Schabbat auch noch einmal diese Verse des siebten Tages gesprochen. Und bezeichnenderweise sagt man aber auch schon einen Teil, sozusagen den Rest vom sechsten Tag dazu. Je nach Tradition manchmal nur das Yom HaShishi, also nur dieses Tag Nummer 6. Ich und die kleine Gemeinschaft, mit der ich diesen Sabbatbeginn meistens feiern darf, haben uns mit der Zeit dazu entschieden, oder es hat sich so ergeben, dass wir den ganzen letzten Vers des sechsten Tages, also quasi den letzten Vers des ersten Kapitels von Genesis sagen. Also dieses Vayar Elohim et kol asher asah vehineh tov me'od. Vayhi erev, vayhi voker, yom ha-shishi. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte oder was er gemacht hat, und siehe, es ist sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Aber dann geht es direkt weiter mit dem siebten Tag, mit Vayechullu Hashomayim v'Haoretz v'Chol Tzeva'am v'Yachal Elohim v'Yoyim HaShevari mikol melachto asher asa. Also ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige rezitiert. Ich bin nicht derjenige, der im Hause meines guten Freundes, dem Karbener, diese Verse immer spricht, sondern natürlich tut es der Hausherr. Aber ich denke, so oft ich sie gehört habe, wird es ungefähr, oder wird es genau richtig so gesagt jetzt sein. Da wird also gesagt, und es vollendete, oder es haben sich vollendet durch Gott diese alle Werke der Himmel, des Himmels und der Erde, und Gott vollendete eben an diesem siebten Tag sein Werk, und indem er ruhte an diesem Tag, also ich kann es jetzt nicht genau korrekt Wort für Wort übersetzen, dann möge jeder selbst in den Text schauen, das ist ja schon in den gängigen Übersetzungen einigermaßen korrekt übersetzt. Jedenfalls, worauf vielleicht hier nochmal hingewiesen werden kann, dass am Ende dann dieses gesagt wird, Asher bara Elohim la'asot, also welche Gott schuf oder geschaffen hat, bara Elohim la'asot, auf dass es sich tue oder auf das getan werde. Da wird ein großer Fokus gelegt in der Überlieferung und daraus abgeleitet, dass eben diese Welt des siebten Tages, dann in einer anderen Einteilung, sagen wir mal, der Realität, statt in eine Siebenheit, in eine Vierheit, gerade diese vierte und dichteste und materiellste, unterste, könnte man sagen, Welt, die Olam Asiyah, also die Welt des Tuns ist, die Welt der Tat. Denn trotzdem an diesem siebten Tag geruht wird und wir eigentlich nichts tun können, kein Werk vollbringen, verrichten können, so ist es doch die Welt, in der sich alles tut. Es sind halt nicht wir, die tun, sondern es tut sich einfach und wir lassen es geschehen. Wir erleben es mit, wir sind beteiligt an diesem Geschehen. Es tut sich in uns, mit uns, durch uns, an uns und so weiter. Aber nicht wir sind es, die tun. Das ist nur wieder diese Einbildung. Wir haben schon von dem Segen über das Brot gesprochen, dieses Hamoitzi Olechem, der hervorbringt das Brot min ha'oretz, aus der Erde hervor, wo man sich denkt, wieso ist wirklich Gott es, der das Brot aus der Erde hervorbringt? Kommt da nicht nur der Weizen, der Grundstoff hervor, den wir dann aber als Menschen erst noch in unserer Kulturleistung und durch unseres Angesichtes Schweiß verarbeiten müssen und zum Brot selber erst machen. Nein, das ist nur das, was wir uns einbilden, dass wir machen, sondern es tut sich. Ja, es tut sich auch durch uns, durch das, was uns unter die Hände gegeben ist sozusagen. Aber nicht wir sind es, die etwas tun, sondern es tut sich. Und auf das es sich tue, ist dieser siebte Tag von Gott geheiligt worden. Und er ruht an diesem Tag, lehnt sich zurück sozusagen
und genießt. Und so sollen wir in seiner Abschattung es auch tun. Das heißt nicht wiederholten Males, dass wir tatsächlich nichts tun oder dass wir nur in Ruhe verharren und irgendwie erstarrt als passive Beobachter nicht wirklich beteiligt sind am Geschehen, sondern wir sind beteiligt am Geschehen. Das Geschehen fließt durch uns. Wir sind sogar sozusagen die Hauptrolle dieses ganzen großen Spektakels dieser Welt. Aber es geschieht durch uns und nicht von uns her. Also unser Handeln ist nicht unseres, sondern das ist das, was uns in die Hände, unter die Hände geschickt wird als unser Schicksal. Und wir erleben es, wir dürfen es erleben, wir dürfen es genießen und damit bezeugen, dass es sehr gut ist, was geschaffen ist und was sich am Schaffen ist, immerzu. Noch einmal, es gibt kein Vorher und kein Nachher in der Teure. Es ist alles jetzt und alles, was war und alles, was sein wird, ist auch jetzt. Wir können es nur nicht auf einen Blick sehen, denn unser Auge der Einheit musste mit Haut überwachsen, mit Haut zuwachsen. Und stattdessen öffnen sich unsere Fleischesaugen, diese Augen der Zweiheit. Und so können wir es mit dem Jetzt, also mit dem Wenn, Dann, mit dem erst das eine, dann das andere Blick sehen, mit diesem Blick der Dualität eben. Und deswegen ist auch die Zwei, diese Dualität, ein so wichtiges Moment der Siebenheit und dieses siebten Tages und der siebten Sphira in gewissem Sinne, denn auch die Zahl 14 hat natürlich einen großen Bezug zur siebten Sphira, in dem der Name David, der Patriarch eben dieser siebten Sphira, der Name David ist im Zahlenwert Dalet Vav Dalet, also 464, das ist die 14, denn er hat eben auch diese Welt der Siebenheit, ihm ist diese ganze Welt des siebten Tages übergeben. Er ist ja der gesalbte König, dem das Reich Gottes anvertraut ist. Er ist der Verwalter, der Sachwalter, der Erbe sogar, nicht einfach nur der eingesetzte Knecht, sondern wie ein Sohn eben, ist dann ja auch im Neuen Testament in Bezug auf die Kinder Gottes ausgeführt wird, nicht einfach nur Knecht, der für Lohn arbeitet, sondern Sohn und Erbe dieses Reiches des Himmels hier auf Erden, dieses Reich zu verkörpern, dazu berufen. Und deswegen hat David mit seiner siebten Sphira, dessen Herr er sozusagen ist, eben die sieben in einer Doppeltheit. Nicht nur die eine Seite, nicht nur diese Seite der Siebenheit, wo die sieben eben quasi Teil der sieben einzelnen Sphirot ist, sondern die sieben, die wieder alles zusammenfasst auch und damit eben schon den Durchbruch durch diese Siebenheit bringt, durch die Zerstückelung dieser Welt, wie sie sich uns zunächst zeigt, der Durchbruch zu dem wirklich Erstgeborenen, dem geistig-seelischen in uns, was eben hier nur als zweites erscheinen kann. Auch das Thema haben wir schon hier und da angesprochen. Jakob, Esau, aber auch Kain und Abel und so weiter. Das wahre Erstgeborene, was sich bescheiden zeigt und hier irgendwie erst mit daherkommt, so sich mit hineinschleicht in die Welt, das ist sozusagen die andere Siebenheit. Die Sieben, die dann wieder zusammenfasst, was in der ausgefalteten Siebenheit eben als vermeintlich verschiedene Schichten, verschiedene Schritte, verschiedene Phasen oder Stufen uns erscheint. Nein, wer eine von den anderen Sphirot trennt, der vergeht sich am Namen des Ewigen, so ungefähr die Formulierung in der Patach Eliyahu, also der oder Petichas Eliyahu, also der Eröffnung Elias, wie sie dann in manchen Traditionen noch vor dem Sabbatbeginn im Nachmittagsgebet im Mincha vorweg gesagt wird, wo sozusagen die ganze Grundstruktur der Schöpfung einem nochmal vor Augen geführt wird, eben durch den Propheten Elia, der ja auch im Neuen Testament genannt wird, dass der, der dem Messias vorausgeht, ihm den Weg ebnet. Und so ist eben auch schon das Mincha-Gebet am Freitagnachmittag, also noch eigentlich vor dem rechnerischen Beginn des Sabbattages, gewissermaßen unter dem Schatten dieses Sabbat, dieser Sabbatheiligkeit. Und überhaupt, wie schon gesagt, man fügt auch noch diesen Vers vom sechsten Tag mit dazu beim Kiddusch, weil ein Teil des sechsten Tages schon zum siebten gerechnet wird. Dieser Sabbat wird ausgedehnt in beide Richtungen. Zum Beginn in Richtung des sechsten Tages wird ein Teil genommen und auch danach noch jetzt sozusagen. Also ich befinde mich hier sozusagen in der Zeit nach der Havdalah, aber noch am Ausklang des siebten Tages. Irgendwo ist es noch
in gewissem Sinne Teil des siebten Tages. Es gibt dann auch diese sogenannte vierte Sabbatmahlzeit, die eigentlich eben schon in den Abendstunden dann ist, also eigentlich schon formal dem nächsten Tag zugerechnet. Melave Malke, das Begleiten der Königin, wo man also die Königin Sabbat wieder begleitet, hinaus sozusagen, nachdem sie schon empfangen wurde am Ende des Freitags, also am Beginn des Sabbat, dass die Kabbalat Shabbat, dass das Empfangen des Shabbat, diesem schönen Lied auch, Lechadoidi, auf mein Geliebter, der Braut entgegen, die Kraskado und so weiter. Na gut, jeder möge Lechadoidi einmal bei YouTube eingeben und hoffentlich auch gute Versionen davon finden. Schöne Lieder haben gerade am heiligen Schabbes ihren Platz und auch schon eben kurz davor. Und dann kurz danach, jetzt in dieser Zeit der Melave Malke, der vierten Schabbat-Mahlzeit, auch manchmal das Mahl des Königs David genannt. Da wird dann auch oft zum Beispiel noch einmal auf den Elia Hanovi, den Propheten Elia, Bezug genommen, zum Beispiel ein Lied gesungen. Eliyahu Hanovi, Zochur LaTov, also sein Andenken zum Guten. Und diese Zeit, also vor Beginn des rechnerischen siebten Tages der Woche und nach Ende dieses siebten Tages, werden einfach noch großzügig Bachesed, also oder Bechinam, aus Gnade heraus zugerechnet, diesem Sabbat. Der Sabbat wird ausgedehnt und da zeigt sich auch wieder, dass eigentlich der Primat dieser rechten Seite gegenüber der linken Seite herrscht. Trotzdem es nicht so aussieht, auf den ersten Blick ist eben hier gerade die Wasserwelt um uns herum, also die linke Säule. Aber doch am Ende, da wo es drauf ankommt sozusagen und wo es ums Wesentliche geht, da bricht immer wieder die rechte Säule durch, die rechte Seite, die Seite der Gnade. Und das, was nach Gesetz streng nur genau 24 Stunden nach unserer heutigen Rechenweise wäre, dieser siebte Tag, wird halt ausgedehnt auf, ja, so um die 25 bis 26 Stunden. Und es beginnt eben schon quasi mit dem Nachmittagsgebet kurz vor der Dämmerung des Freitagnachmittag. Und es geht bis in die Nacht hinein eigentlich, des beginnenden Sonntags schon, also des beginnenden achten Tages, sodass man in dieser Zeit, in der ich mich jetzt hier auch befinde, beim Aufnehmen dieses Monologes, da befinden wir uns eigentlich schon in der neuen Woche, aber indem wir es doch irgendwie noch binden an den Feiertag, an den Sabbat. Es gibt auch bei den wirklichen Yom Tov-Feiertagen, also bei den richtigen Festtagen, das Prinzip des Isru Chag, Isru Chag, das bindet den Feiertag, bindet ihn fest, den Feiertag, oder den Tanz, den Chag. Haltet ihn fest und fügt noch einen Tag hinzu, so wird es dann ausgedeutet, und nimmt noch einen Tag aus dem Profanen mit zu so einer Art Halbfeiertag, oder sagen wir besser, zu so einem noch im Nachklang, im Nachhall dieses Feiertages erlebt werden. Und das soll eben auch der Sabbat insgesamt, der wöchentliche Sabbat für die ganze Woche eigentlich im letzten Punkt sein. Dieser Schabbat der Woche soll ausstrahlen auf die ganze restliche Woche, auf die profanen Tage, auf den Yom Chol. Und so soll eigentlich dadurch immer mehr erlebt werden, dass die ganze Welt hier in dieser Zeitlichkeit diese Welt des siebten Tages ist. Und auch die sogenannten profanen Wochentage stehen doch unter dem Zeichen des Schabbat. Also in ganz plastischen Erzählungen dann von den Hochzeiten des Chassidismus, sagen wir mal, wird dann immer mal wieder von Menschen erzählt, die zwar arm waren, aber die einfach ihren ganzen Alltag von Sonntag bis Freitag in den Dienst gestellt haben, nur genug Geld zu verdienen, um einen königlich festlichen Schabbat begehen zu können mit ihrer Familie. Und haben lieber gefastet oder zumindest gehungert und sich nichts wirklich gegönnt an den Wochentagen. Aber dann für den Schabbat hatten sie das festliche Gewand, die guten Speisen, die Leuchter, die Lichter und konnten es in aller Würde begehen sozusagen. Und wenn
ein erbärmlicher Knecht wie ich heutzutage da nur noch sehr, sehr armselig mit verglichen werden kann, gar nicht mit verglichen werden kann hier des Öfteren ganz alleine bei mir zu Hause in der Wohnung, versuche hier und da die Symboliken zu erfüllen, aber natürlich eigentlich dem großen Ganzen nicht gerecht werden kann, dann ist es eben nur ein dumpfer Abschattung, eine dunkle, dumpfe Abschattung des eigentlich Gemeinten damit. Aber mir selbst innerlich tut das überhaupt keinen Abbruch, aber ich will damit eben nicht so sehr nach außen, oder ich kann damit nicht so sehr nach außen treten. Ich kann in diesem Sinne kein leuchtendes Vorbild sein. Ich muss mich mit mir selbst, mit dem Segen für mich selbst zufrieden geben in dieser Frage. Aber gut, hier schweifen wir auch schon wieder ab. Ja, die Lichter der Chanukia neigen sich dem Ende, aber das soll uns hier nicht stören. Sie sprechen noch ein bisschen vom siebten Tag, von dieser siebten Sphira. Dawid, also. Wir haben schon einmal in anderem Zusammenhang davon gesprochen, wie die sogenannten Psalmen, die Tehillim, zustande kommen, dem Mythos nach, die ja, obwohl sie nicht formal alle dem Dawid zugerechnet werden, doch im Großen und Ganzen sein Genre sind, sagen wir mal. Also man sagt immer die Psalmen Dawid, da spricht man dann auch durchaus von den Psalmen, die ausdrücklich den Söhnen Korachs oder Moshe oder irgendjemand anderem zugerechnet werden. Deswegen, also noch einmal kurz darauf hingewiesen, die Entstehung der Psalmen, so heißt, glaube ich, auch ein Videoausschnitt. David schläft und der Nordwind spielt Harfe, so ungefähr ist der Titel in dem YouTube-Videoausschnitt unter Anekdoten und Geschichten in der Playlist. Es geht also darum, dass gesagt wird, die Psalmen sind eben das Leben Davids. Und David, der Name heißt ja der Geliebte, Dod, Dud. Und dieses sich als der Geliebte empfinden, könnte einen auf den ersten Blick verwundern, wenn man die Geschichte, die Lebensgeschichte sozusagen des Davids sich anguckt, wie sie in der Bibel erzählt wird. Denn er wird ja eigentlich die ganze Zeit verfolgt und hat Stress, sogar mit seinen eigenen Kindern läuft das alles nicht besonders gut. Also ich will jetzt gar nicht weit ausholen, aber nur Abschalom, sein Sohn, der quasi in Konkurrenz macht. Dann die Tochter, Tamar, die ganz unschönes Schicksal erleidet. Und natürlich dann auch sein, sozusagen der in gewissem Sinne gewichtigste Sohn, Shlomo. Salomo mit seinem tragischen Schicksal, der Reichsspaltung, die dann auf sein Tun und Lassen quasi zurückgeführt wird, und überhaupt David, auch mit seiner Bathsheba-Geschichte und der großen Sünde, die er mit dem Mann Uriah auf sich geladen hat, dem Chetti. Vielleicht kurz einmal auf diese Symbolik eingehen. Also was ist denn die Bathsheba? Bat, die Tochter der Sheva, die Tochter der Sieben. Es geht also um das, was diese Siebenheit hervorbringt. Und ihr Mann, das mit dem sie also vermählt ist, eigentlich, ist eben der Uriah, also mein Licht, Uri, Uri, Ja, ist Ja, der Ewige. Und er ist der Chitti, Chet steckt da drin, der Name des achten Zeichens des Alphabets, also der Gottes Licht, Mann vom achten Tag, ist der eigentliche Mann, die eigentliche Innerlichkeit dieser Bathsheba, dieser Tochter der Siebenheit. Das, was sozusagen das innere Feuer dieser Bathsheba, dieser Siebenheit ist. Denn der Ich, der Mann, ist ja vom Wort Esch auch verständlich, also ableitbar, wenn man will, vom Feuer, also Ich, das Feuerhafte. Und Isha, die weibliche Seite dieses Feuers, das Umhüllende dieses inneren Feuers. Aber gut, hier bin ich zu weit, ist in diese Richtung. Jedenfalls, das, was erscheint eben von diesem achten Tag als die Tochter der Siebenheit, das, was eben die ersehnte und erhoffte Hervorbringung dieser Sieben-Tages-Welt ist, also quasi das zur Erscheinung bringen des achten Tages schon hier in dieser Welt des siebten Tages,
Das ist für David eben diese Bathsheba, die er sieht, wie sie sich wäscht, wie sie sich reinigt und wie sie, ja, dadurch eben die Schönheit ihrer Formen, die sich ihm offenbart, dadurch oder auch vom Negativen her bezeichnet, wie es ihm entblößt wird, könnte man auch sagen. Jedenfalls das nimmt David sozusagen oder zieht ihn in den Bann, lässt ihn sich danach sehnen, wie auch immer. Hier ist es schwer, es auf eine einzige Dimension zu reduzieren, oder man soll es auch gar nicht reduzieren. Es ist jedenfalls diese Sehnsucht des David, des gesalbten Königs hier in dieser Welt des siebten Tages, nach der tatsächlichen Verwirklichung dieses Gesalbtentums, also dieses mit dem Schemen, mit dem Salböl, wo das, was eigentlich was Innerliches ist, das Öl, was man sich einverleibt, was im Inneren einer Lampe für das Licht nach außen sorgt, oder was irgendwo in Mechanik eingeführt wird, damit es geölt wird, wie man so sagt, damit es geschmeidig wird, das Getriebe und so weiter. Das, was eigentlich innerlich angewendet wird, wird im Gesalbten gerade äußerlich angewendet. Und nur der Verweis jetzt auch auf den überfließenden Weinkelch. Da ist eben auch das, was eigentlich innerlich in dem Kelch ist, der Wein, der flüssige Inhalt, so weit am Hervorquillen, dass er oben überläuft und bis nach außen tritt. Und das ist eben auch das Geheimnis sowohl des siebten Tages, in dem der Kiddusch am Anfang des Schabbat eben diesen Eingang in den siebten Tag illustriert, als auch dann bei der Havdalah, wo nochmal dasselbe geschieht, wo also der Übergang vom siebten nun in den achten Tag hinein, also quasi in den Durchbruch durch diese Kreiswoche der Siebenheit in einen höheren Spiralrund wiederum, zumindest erahnt wird, gerochen wird schon einmal, wie man ja auch riecht an dem Wohlgeruch der Duftkräuter wiederum in der Havdalah-Zeremonie. Und so ist eben also auch dieses Überfließen des Weines, so ist das die Salbung mit dem Öl, wo das innerlich Anzuwendende nun äußerlich angewendet wird. Und nach dieser Verwirklichung des Gesalbtentums, also das, was er sozusagen als Versprechen schon auf sich trägt, als dieser Melech HaMoschiach, der gesalbte König in der Welt des siebten Tages, als David Melech Yisroel, David König Israels, das erscheint ihm jetzt in dieser Frau eines anderen, eben Frau sozusagen des göttlichen Lichtes, Erscheinung des göttlichen Lichtes, also dieses Uriah. Und der ist eben einer vom achten Tag, also nicht von dieser Welt, sondern von dem, was erst der Durchbruch durch diese Welt uns erleben lässt. Aber dieses Erleben jetzt schon in diesem siebten Tag zu haben, das ist eben diese sogenannte Sünde, diese große Sünde im Leben des geliebten Gottes, des David, sich hier schon danach sehnen, was hier eigentlich nicht sein kann. So wie er überhaupt die ganze Hochzeit eigentlich hier in dieser Welt des siebten Tages, in unserem ganzen irdischen Leben niemals sein kann. Wir leben hier in einem Zustand der Verlobung, also im Sinne von das Menschliche und das Göttliche. Hier ist unsere Seele, unsere Neshama, dieser göttlich-geistige Wesenskern schon verlobt mit dem Ewigen. Aber in dieser Zeit der Verlobung ist eben noch nicht die völlige Einswerdung möglich, schlichtweg. Also man sagt dann natürlich gerne, wenn man es profanisiert, ist es verboten, dass sich der Verlobte und seine Verlobte schon berühren in dieser Zeit, bevor die Hochzeit tatsächlich vonstatten vollzogen wurde. Aber das ist schon wieder die falsche Auffassung. Es ist einfach gar nicht möglich. Sobald sozusagen die Berührung geschieht, ist eben schon die Hochzeit da. Das ist dann schon die Vermählung, der Vollzug dieser Heirat, dieser Hochzeit. Und dieser ganze Begriff der Hochzeit, auch im Hebräischen, die Chatuna, also da ist auch wieder das Chet, der Buchstabe, das achte Zeichen des Alphabets, sozusagen der Stamm dieses Wortes. Der Chatan ist eben auch der Bräutigam, also der Achter, könnte man sagen, der Achtermensch. Und die Braut ist die Kalor, also die Kalle im Jiddischen, von Kol, vom Ganzen, von der 50, Kaflame 2030, also auch wieder die 7 mal 7 durchbrochen in die 8 hinein, in die 50 eben. Und Kala, eben die Vollkommene, könnte man es übersetzen. Da wo also die Kalor, die Vollkommene und der Chatan, der Achter,
der Achtermensch zusammenkommen zur Chatuna, zur Achtwerdung, zur Achtung oder wie auch immer man es mit den deutschen Wörtern dann wortspielerisch beschreiben könnte. Diese Chatuna, Chassene im Jiddischen, die ist eben, ja, wie diese ganzen Begriffe eben schon andeuten, mit der Achtheit assoziiert und hier in der Welt der Siebenheit nur durch die Verlobung vorwegzunehmen. Und die wirkliche Heirat ist dann eigentlich in der anderen Welt. Weswegen dann das Vorwegnehmen bei David eben uns sich auch als Sünde darstellt und eben in dieser Welt auch quasi Konsequenzen mit sich bringt. Und also jeder mag es nachlesen. Ein Kind mit dieser Bathsheba, das erste Kind stirbt eben. Und so sehr David auch fastet und sich geißelt und trauert und bereut und Reue zeigt und umkehren will von seinen Wegen, so sehr ist doch dieses Kind hier nicht lebensfähig sozusagen. Aber es ist wiederum das Erstgeborene. Das Zweitgeborene aus dieser Zusammenkunft ist dann eben Shlomo, das insgesamt zehnte Kind des Königs David oder der zehnte Sohn. Und gleichzeitig die achte Generation von der Offenbarung am Sinai an. Also Shlomo vom Namen Shalom auch mit der Vollkommenheit, der Harmonie, dem Ausgleich alles nicht Ausgeglichenen assoziiert. Das ist dann die Verkörperung dieses achten Tages, der eben hier schon in dieser Welt des siebten Tages trotzdem erscheint. Obwohl es eigentlich nicht sein könnte, könnte man sagen. Aber so ist es doch. Ja, da ist sowas wie die große Sünde, aber nichtsdestotrotz. Die Umkehr ist auch da, die Reue. Und am Ende steht dann doch die Frucht, diese Achtheit und die wirkliche Hochzeit von Himmel und Erde. Das ganze Shir HaShirim, das ganze Lied der Lieder, Hohelied Salomos, ist ja eigentlich nichts anderes als diese Beschreibung dieses Verlobungsprozesses von Mann und Frau, von Gott und Israel, also von göttlichem, ewigem und dem menschlichen Seelen-Geisteskern so ungefähr, was sich immer mehr annähert, dann wieder doch die Distanz sich auftut und immer wieder hin und her und man findet sich nicht richtig, man verpasst sich knapp und aber genau das ist gerade das Spiel dieses siebten Tages, die lange Reise eben und das Erleben dieses Wunders des immer Näherkommens und Hoffens und sich Sehnens und manchmal auch enttäuscht seins und wieder niedergeschlagen seins, aber dann umso mehr wieder aufgehoben und erfreut werdens, wenn es dann doch wieder sich nähert und man erkennt, was sein könnte und was auch sein wird irgendwann. Und trotz allem, die Hochzeit ist dann am Ende das, was schon der Übergang in den achten Tag ist. Und so wie auch unser irdisches Leben hier nur die Verlobung ist und dann der Tod in diesem irdischen Leben, also das Abberufen werden zu hören, das Niederlegen hier der irdischen Kleider oder Werkzeuge, wie man so will. Das Eingehen eben in die Welt, die da kommt, die am Kommen ist, ständig am Ankommen ist, die Welt der Wahrheit, Olam HaEmes, das ist dann die wahre Hochzeit. Und da ist dann der Brauch auch im Jüdischen, das weiße Gewand wieder anzuziehen, also dem Leib anzuziehen, wenn er der Erde übergeben wird, dasselbe weiße Gewand, was auch bei der Hochzeit angelegt wird, denn die wahre Hochzeit ist eben dieser Tod, das wirkliche Vermähtwerden wieder mit dem Vater im Himmel. Und es gibt eigentlich noch einen dritten Anlass neben tatsächlicher Hochzeit im Leben zwischen Mann und Frau und dann eben dem Beerdigtwerden des Leibes. Der dritte Anlass, wo man dieses weiße Gewand anlegt, ist dann jedes Jahr im Jahresrund der Yom HaKippurim, der Tag der Bedeckung, der Vergebungen, ja, also der Yom Kippur, wie man so sagt, der Versöhnungstag, zumindest in den, wo die Leute es noch sehr, sehr ernst nehmen, da wird dieser ganze Tag auch wie ein Tag ganz hart an der Grenze zum Sterben begangen. Man isst ja nicht, man trinkt nicht, man tut überhaupt fast nichts anderes, außer zu beten, so ungefähr, und sich mit der Teure zu befassen und das Buch Hiob hat der Hohepriester zu lesen und auch das Hohepriesterliche in einem jeden Menschen sozusagen erlebt er eben dieses Hiobsgeschehen und dann, also
in der Tora-Lesung oder in der Haftacha-Lesung der Mincha, des Mincha-Gebetes, dann Jona, die Geschichte von Jona auch noch einmal. Aber gut, da müssen wir jetzt nicht eingehen drauf. Jedenfalls am Ende dieses Yom Kippur wird dann auch wirklich dieselben Worte noch einmal gesprochen, die ein Sterbender zumindest hofft, dann sagen zu können in diesen letzten Atemzügen. Noch einmal ein Bekenntnis der Einheit des Göttlichen. Adonai, Hüha Elohim, Adonai, Hüha Elohim. Siebenmal, und das hoffen wir alle auch mit unserem letzten Atemzügen noch einmal bekennen zu dürfen. Ich schweife wieder ein bisschen ab. Vielleicht finden wir noch einmal den Weg zurück zur siebten Sphira und blicken noch mal zurück von diesem siebten Tag und auf die vorhergehenden tieferen Schichten sozusagen des ersten bis sechsten Tages. Und vielleicht noch das eine oder andere, was an den jeweiligen Tagen, in den Monologen zu diesen Tagen noch nicht erwähnt wurde. Ja, kurz. Was zum Beispiel am sechsten Tag jetzt auch nicht mehr wirklich angesprochen worden war, was beim fünften und vierten aber ein bisschen erwähnt wurde, ist dieser Bezug, dieser Rückbezug der zweiten Dreiheit der sechs Tage zur ersten Dreiheit. Also, wo wir gesagt haben, beim vierten Tag mit den aufgesplitterten Lichtern am Himmel, die eben den Rückbezug zu diesem Urlicht des ersten Tages haben, beim fünften Tag, wo dann die oberen und die unteren Wasser vom zweiten Tag eben jetzt mit Leben erfüllt werden, wo also immer so eine Veräußerlichung des in der ersten Dreiheit innerlichen Sich-Konstituierens vonstatten geht. Also je höher die Schicht ist, die wir betrachten, je näher sie sozusagen unserem Bewusstsein kommt, desto mehr veräußerlicht es sich auch. Oder sagen wir, die ersten, eben die untere Hälfte dieser sechs Schichten, die untere Dreiheit oder die obere, je nach Perspektive, ist besonders tief im Unbewussten, und das ist gerade diese innere Konstitution. Sonne, Mond und Mars, wenn wir es mit den Planeten im Horoskop sozusagen bezeichnen wollen, das ist halt die innere, auch eher so auf sich selbst bezogene Konstitution. Jetzt, wenn wir es im Bild des Horoskopes mal spaßeshalber hier kurz formulieren wollen, da sind eben da die Zeichen, also die Tierkreiszeichen, wo Sonne, Mond und Mars anzutreffen sind beim Tag oder bei der Minute, bei der Sekunde des Geburtsgeschehens. Das bestimmt, wie man dann sagt, eben die innere Konstitution. Also bei der Sonne, also das geistige Urmoment, was durchbricht in diese Welt hinein. Beim Mond gerade das Körperliche, was sich so als Grundkonstitution des physischen Körpers dann Gestalt geben wird. Und beim Mars dann eben so der innere Spannungskonflikt, der sich aus Mond und Sonne gewissermaßen für das innere Schicksal ergibt. Also eben auch wieder das Geschehen des dritten Tages, wo die beiden Bäume erscheinen, also wo die überhaupt die Pflanzenwelt erscheint, eben mit dann auch den beiden Bäumen, zumindest als Potenzial, und der Widersatz von ewigem und zeitlichem, also von trockenem und dem Wasser, was sich gesammelt hat, damit eben das Trockene überhaupt sichtbar wird. Das ist dann eben sozusagen der Abschluss dieser inneren Konstitution. Es endet also mit dem Konflikt, mit der Grundkonfliktsituation, die in jedem Menschen sozusagen verankert ist und in jedem eben ein bisschen individuell verankert ist, aber immer mit diesem Konflikt zwischen innerlichem und äußerlichem zu tun hat, immer mit dem Bewerten, ob man die Dinge qualitativ oder quantitativ bewertet, ob man sie für sich wertschätzt oder ob man sie immer nur schafft in Vergleich und in Messen und mit der zu scharfen, kalten Seite der Vernunft zu messen, sozusagen schafft zu bewerten. Und dieser Konflikt ist halt auch wieder Jakob und Esau, die ja an dieser dritten Stelle auch stehen, vom Erscheinen der Welt des Esau und dem innerlich Verborgenen des Jakob, der dann aber Israel sein wird, das geistig-seelische eigentliche Menschen. Also das findet hier seinen vorläufigen Abschluss nach innen, könnte man sagen, und dann beginnt eben das nach außen sich entfalten dieser inneren Dreiheit am vierten Tag mit dem geistigen Moment wiederum vom ersten Tag, das Urlicht, was da in diese Welt getreten ist, jetzt auf den Bezug des einzelnen Menschen, das zersplittert dann in die äußeren
ihn bestimmenden Gesetze, zumindest so das äußerliche Schicksal bestimmenden Gesetze, wie sie eben auch die Himmelslichter verkörpern. Und dann die nächste Schicht ist dann wiederum das auf das eher auf die linke Seite oder die linke Säule bezogene, also auf die körperliche Existenz bezogene. Jupiter wäre das dann, Merkur war der vierte, dann Jupiter ist der fünfte. Und das ist eben die Vögel in den oberen Wassern und die Fische in den unteren Wassern, also diese noch vorbewusste Grundaufgespanntheit zwischen Himmel und Erde des menschlich-seelischen, was jetzt aber sich als Körperliches ausdrückt. Also da, wo unsere ganze, sozusagen unser Eingebundensein der körperlichen Kreisläufe in die Kreisläufe der ganzen Natur, so wie beim Mond am zweiten Tag, erstmal überhaupt die Urspaltung in ich bin mein Körper und mir gegenüber ist die ganze physische Umwelt. Und man sieht da einen Widerspruch oder Widerstreit, fast schon eine Feindlichkeit der Welt gegenüber dem Körper. Die Welt will den Körper, die Natur will den Körper immer mehr sich angleichen. Der Körper muss Widerstand leisten, sich ernähren, für seine Gesundheit und Fitness sorgen, damit er überhaupt bestehen kann. Wenigstens einen bestimmten Zeitraum. Auf ewig wird er es sowieso in dieser physischen Welt niemals schaffen, weil eben diese Macht der Angleichung durch die äußere Natur viel zu stark ist und wird dieser Entropie, wie es die Physiker nennen, überhaupt nicht unendlichen Widerstand leisten können hier in dieser physischen Welt. Aber das dann eingebunden sein in diese äußeren Kreisläufe, denn es ist ja auch Leben um uns herum. Wir sind ja nicht das einzig Lebendige als einzelner Mensch gegenüber einer toten Umwelt, sondern alles um uns lebt ja doch. Und da haben wir dann doch wieder auch dieses eingebunden sein. Und das ist eben dann das, was sich auch innerlich widerspiegelt in dieser Seelenkonstitution sozusagen. Dieses, was eher als wie diese Urbilder der Gedankenmächte, die auf uns einflattern, eben als wie diese geistigen Vögel oberhalb unseres Hauptes, aber auch das, was in dem Wasser, in dem wir warten, in dem wir schwimmend uns fortbewegen, als die Fische um uns herum und durch uns durch sich windet und ja, zittert und eben diese Bewegung, diese Regsamkeit bringt in unser eher der Erde zugeneigtes seelische Empfinden. All das sind eben eigentlich nur Widerspiegelungen von der ganzen Natur um uns herum, in die wir eingebunden sind. Und da finden wir eigentlich auch wieder den Bezug zurück zu dieser Einheit. Wir sind immer noch aufgespannt zwischen dem Nicht-Ich und dem Ich sozusagen, dem Körper gegenüber der Umwelt. Aber während am zweiten Tag diese Differenz eben durch die Rakia so besonders fatal uns erst einmal aufgegangen ist, und es muss sie auch, damit wir überhaupt genug Kraft für diese Selbstständigkeit haben, damit wir überhaupt bewahren können, diesen Körper als eigenständige also Individualität. Aber nun in der Schicht des fünften Tages, da haben wir dann wieder mehr Bezug zu diesem Nicht-Ich und erleben die Einflüsse dieses Nicht-Iches und beeinflussen selber dieses Nicht-Ich und immer mehr könnte, so Gott will, uns auch diese Einheit zwischen Ich und Nicht-Ich aufgehen. Gerade bei dieser Schicht des fünften Tages, dieses Seelischen in seiner besonders reichen Fülle eben, der Vögel und der Fische in diesem mythischen Bild. Und nicht umsonst heißt dann der Jupiter eben auch Zedek auf Hebräisch, also wieder das Zadeh, der Angelhaken und der Zadik, der uns eben herausfischen kann aus dieser Welt des Wässrigen und uns den Blick für das Trockene, für das Ewige ermöglichen kann. Und dann eben, was wir jetzt noch nicht so mehr angesprochen hatten, beim sechsten Tag, diese sechste Schicht, also quasi wirklich unser Bewusstsein, da wo eigentlich das Menschliche wirklich erst sich aufrichtet, auf dem Fundament des Animalischen, des Landtierhaften, also der Behemah, der Remes, der Chaya und so weiter, wir haben es ja einigermaßen ausführlich tatsächlich angesprochen, diese Art der Regungen, also dieser bewussteren Regungen des Ich will, der Oretz, der Erde, der Eretz, des Landes. Das nun ist also die Veräußerlichung dessen, was am dritten Tag dieser innere Konflikt ist. Also was sich dort konstituiert, in diesem Widerstreit von Jakob und Esau, könnte man sagen, dass zwischen dem innerlichen Geheimnis, was quasi sich
den Weg in die Welt hier überhaupt erst herbeitricksen muss, indem es den Bruder, den äußerlich mächtig erscheinenden Esau, in gewissem Sinne übers Ohr haut, lapidar ausgedrückt, und sich eben an seiner Ferse festhalten, mit in diese Welt ziehen lässt. Und dann dieser ewige Konflikt, der ja dann in der biblischen Geschichte von Jakob und Esau sich sehr dramatisch auch zuspitzt und nur so halb auflöst, könnte man sagen. Also bis in die Propheten hinein wird immer wieder der Bezug zu diesem Urkonflikt hergestellt, dann quasi von den Nachfahren der beiden Zwillingsbrüder. Jedenfalls dieser Urkonflikt dort noch als etwas Innerliches im sehr tief Unbewussten zu Hause beheimatet, kommt dann wieder sich veräußerlichend in dieser Schicht des sechsten Tages, dort nun also in das Animalische als Grundlage, wiederum als der Esau, der nötig ist, an dem wir uns als Jakob erst mit hinausziehen lassen können in diese Welt hinein und eben dann Adam wirklich, dieses Anidome, ich gleiche der Gottheit, Bezalel Elohim, in der Abschattung Gottes als Mensch existieren dürfens, was dann auf dieser Tierheit sich erheben kann und darauf eben fußt, auf diesem Fundament aufbaut und ja, quasi dann auch diese Verantwortung übernimmt, alles, was bisher war, mit hochzuheben. Also der Mensch ist erst wieder die Einheit gegenüber der Vielheit der ganzen bisherigen Schöpfung oder der ganzen Schöpfung um ihn herum, die also dieser Vielheit wieder die Einheit zurückbringen kann, indem der Mensch in sie hinabsteigt, Yerdu, und über sie herrscht, Radu, und beides ist eins, das sich hinablassens in das irdisch-materielle, tierische, physische Leben ist gleichzeitig dann auch das Beherrschen dieser Sphäre, dieser tierischen Sphäre im eigenen Wesen auch. Und so kann eben all das wieder zurück zur Heimat, im Ewigen, zur Einheit geführt werden. Da haben wir eben den Josef als Figur. Das wurde ja auch schon in anderen Monologen relativ ausführlich ausgeführt. Auch da ist dieser große Konflikt zwischen Josef und seinen Brüdern, also scheinbar der Übermacht seiner viel zahlreicheren Brüder, aber eben dann auch wieder das, ja, sie sind nicht einfach nur die Bösen, sondern am Ende ist die Einheit aller 12, beziehungsweise dann 13 mit den Söhnen des Josef, die erst das ganze Israel mit allen seinen Stämmen und damit halt die Einheit in der Vielheit auch wieder verkörpert. Und das ist eben dieser große nach außen sich projizierende Konflikt von Jakob Esau nun auf das gesamte geistig-seelische, was hier in diese Welt hinabgeführt wird, in die Gefangenschaft Ägyptens, wie Josef, als die Neschama, das geistig-seelische, eben hinabsteigt in das Verlies bei Pharao für die 22 Jahre, wie die 22 Zeichen des Alphabets, diese Konsonantenschrift des Exils, diese aramäische Schrift, babylonische Schrift. Und da zeigt sich dann eben auch der Planet, der dem zugeordnet ist, ist die Venus, die Nogar, auch mit ihrer Zweiseitigkeit. Einerseits, also es gibt dann auch die Rede von der Klipat Nogar, vor allem im Chassidismus oder in der sogenannten Kabbala, verschiedene Schalen um das Göttliche herum, drei unreine Schalen und eben diese Klipat Nogar als vierte Schale, bevor dann der Kern wirklich erreicht wird, das Göttliche, das Reine und Heilige. Aber diese Klipat Nogar ist sozusagen der Übergangsbereich zwischen den unreinen äußeren Schalen und dem heiligen, reinen Kern. Und diese Klipat Nogar, also diese Klipa der Venus, diese Schale der Venus, so wie die Venus auch, zwar schon das hellste Licht ist in der Nacht, aber eben verglichen mit den Tageslichtern, also mit der Sonne, immer noch verschwindend gering ist. Also es ist eben dieser Übergang. Je nachdem, in welche Richtung. Die Venus tritt als Abend- und als Morgenstern auf. Also manchmal zeigt sie an, dass der Tag anbricht, manchmal zeigt sie an, dass die Nacht einbricht. Und so ist diese Klipat Nogar in jedem Ding und in jeder Sache kann man sozusagen sich die Frage stellen, ist das jetzt eine der unreinen Schalen oder ist es zumindest eine Klipat Nogar, also eine mit dem Potenzial zu beiden Seiten. Und dann kann ich zumindest noch mit der richtigen Haltung es zum Guten, zur Tageshälfte des Gegensatzes sozusagen hinführen. Und das ist eben überhaupt der ganze
Charakter des sechsten Tages, alles, all dessen, was an diesem sechsten Tag geschaffen wird, geschieht und so weiter. Auch das ganze Geschehen im Paradies, der sogenannte Sündenfall, das Gespräch mit der Schlange, die Wahl zwischen den beiden Bäumen, all das hat eben diese zwei Seiten. Die Seite des ewigen Todes, des Verlorengehens in der Unendlichkeit einer zeitlichen Welt des siebten Tages, in die wir gestoßen werden. Oder eben das Empfangen des siebten Tages als die heilige Königin Schabbat, als diesen heiligen Schabbes, wo alles sehr gut ist, weil Gott ruhen kann, nur nachdem er alles sehr gut eingerichtet hat. Und dann ist halt dieser siebte Tag schon der Vorklang oder Vorhall des achten Tages. Und dann ist wirklich David der Melech HaMashiach, dann ist er der gesalbte König und hat dann auch sein Reich, sein vereintes Königreich und ist nicht mehr sozusagen auf der Flucht vor dem letzten König, dem Shaul, dem Saul. Nachdem David schon gesalbt ist, ist er ja immer noch auf der Flucht und wird eben gejagt von dem inzwischen nicht mehr legitimen König Saul. Und erst dann eines Tages ist David tatsächlich anerkannt als der König über das vereinte Königreich Israel und verkörpert damit also dann schon das, was eigentlich erst sein Sohn Shlomo, als der Achte eben ist, der Shalom, der Frieden. Und dort entsteht dann auch der Tempel, erst wirklich im Handfesten des Beit HaMikdash, das Haus der Heiligkeit, weil erst da der Shalom eben herrscht, während bei David noch zu viel Krieg ist, wie er dann auch gesagt wird. Deswegen sollte ihm es nicht vergönnt sein, dieses Haus Gottes selber sich erbauen zu sehen. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Psalmen, von denen wir wieder weit abgeschweift sind, aber es war alles wunderbar, zum Thema passend, denn es geht ja darum, dass also David trotz diesem harten Leben, wo er eben zwar der Gesalbte ist, das auch weiß, aber nicht anerkannt wird, noch nicht seinen Platz einnehmen kann und eben in dieser Welt des siebten Tages erst einmal vor sich hergetrieben, also in die Flucht getrieben wird und als ein Getriebener verfolgt und geknechtet wird. Trotzdem empfindet er sich von Anfang an bis zum Ende als der Geliebte, denn das ist sein Name. Und ein Name, das ist eben das innerste Wesen, das bezeichnet und ausdrückend. Und so ist David eben der Geliebte des Ewigen. Und auch wenn er verfolgt wird, auch wenn dieses und jenes ihm widerfährt, am Ende legt er sich in sein Bett, hängt seine Harfe ans Fenster in Richtung Norden und von dort, vom See Kinneret, also vom Kinnor, vom See in der Form einer Kinnor, einer Harfe, bläst der Ruach, der Wind, der Geist also auch und bringt die Saiten dieser Harfe Davids zum Schwingen und die Melodien erreichen ihn in seinem Schlaf, formen seine Träume, er träumt von den Geschehnissen seines Lebens, aber auch von dem, was sozusagen noch möglich wäre in einer Welt, die befreit ist von den Beschränkungen der Banden der Zeitlichkeit sozusagen. Und so ergibt sich dieser Nigun seines Lebens, diese Melodie seines Lebens durch den Geist aus dem Norden, also aus diesem vom Körperlichen her, denn das Körperliche ist das, was uns hier sozusagen das Potenzial bietet, aus dem wir dann oder aus dem sich eigentlich erst das Haus baut, das Haus der Heiligkeit, das Heiligtum. Und in das dann wie dem Ewigen, der Einwohnung des Ewigen gegenüberstehen, dieser Schrinar, wie ja schon gesagt, Schrinar, ein weiterer Name für diese siebte Sphira, Malchut, das Königreich der Schrinar, der Einwohnung Gottes. Und da, wo das wirklich erlebt wird, da ist dann eben auch der Begriff von Keter Malchut, also von der Krone des Königreiches oder der Krone der Königsherrschaft erreicht oder erfasst, wo also die unterste Sphira, die siebte der sieben oder auch die zehnte der zehn, wenn wir noch die oberen drei mit einberechnen, die ist dann schon rückverbunden zu der Allerhöchsten, zu Keter, zur Krone. Und da ist dann eben alles eins, wie man so schön sagt. Und trotzdem alles weiter in seiner Differenziertheit vorhanden. Nichts geht verloren, alles wird bewahrt und hinaufgehoben auf diese leichtere, lichtere, lichtgewordene Ebene. Und den Übergang dahin bringt eben dieser siebte Tag, wo alles zusammenfließt, wo also die
auch die beiden Dreiheiten vom ersten bis dritten und vom vierten bis sechsten Tag nicht mehr sich als Widersatz vom innerlichen Grundkonstituiert sein und äußerlichem Ausleben dieses Grundkonfliktes gegenüberstehen, sondern wo das eine Einheit ist, eben die Einheit des wirklichen Lebens, wie es ist, wenn wir uns nicht immer im sechsten Tag gefangen halten lassen, in unserem Bewusstsein, in unserem bewertenden, unserem die Vergangenheit abgetrennt empfindenden und die Zukunft fürchtenden, ja, typischen gefallenen Menschenbewusstsein sehen, erleben, sondern wo wir den siebten Tag als das wirklich Gegenwärtige erleben einfach. Dort ist alles eins, dort sind alle sechs Tage, die innere Triade wie die äußere Triade, eine harmonische Einheit. Und dann ist eben dieser achte Tag eigentlich schon da, Shlomo ist dann schon geboren, der verheißene Sohn, und der Tempel baut sich. Und die Shrina ist anwesend hier unter uns, mitten in ihrem Volk, in seinem Volk Yisroel. Halleluja. Was will man mehr? Dann ist man hier zwar in dieser siebten Tag, weltäußerlich betrachtet, aber man empfindet sich als der David, als der Melech HaMoschiach, als der gesalbte König, als der Geliebte des Ewigen. Was auch die äußeren Umstände einem zeigen. Die äußeren Umstände, ja, da kommt schon mal der Sutten, der Satan, der Widersacher, der Beschränker, der Ankläger, der Hinderer. Aber das ist alles auch nur der Pinsel, der einem in die Hand gegeben wird, nicht einmal einem etwas vormalt, mit was man zu interpretieren hat, sondern man hat selbst einen Pinsel in der Hand irgendwo und kann damit sein Bild malen und genießen. Gut, das ist jetzt vielleicht kein besonders schönes Bild, was mir da gerade über die Lippen kommt, aber es ist eben so, wenn sogar der Satan als Engel Gottes erlebt wird, dann ist dieser siebte Tag nicht einfach mehr nur der siebte Tag nach den sechs vorhergehenden, sondern dann enthält dieser siebte Tag eben alles und damit auch den Durchbruch. Nicht nur die 7 mal 7, die Erfüllung dieser Siebenheit, sondern schon den Durchbruch in die 50. Und man ist wieder bei Abraham, den man eben mit den 50 Jahren, den 50 Wiederholungen, Shenot, ich habe glaube ich am Monolog das zum ersten Tag da einen Fehler gemacht, ich habe gesagt, Shenot wäre die Pluralform von Shana als Jahr, aber Shanim ist natürlich die Mehrzahl von Jahre. Man muss also 50 Shanim sein, man muss 50 Shenot, 50 Wiederholungen durchgemacht haben, eben den Durchbruch durch diese Welt der Siebenheit vollzogen haben. Und dann begegnet einem dieser Avraham, dieser Chesed, womit alles beginnt, was aber eben schon die Güte Gottes von vor der Schöpfung überhaupt eigentlich ist. Und dann sind auch die drei Oberen mit anwesend. Chochma, Bina, Da'at, also Weisheit, Einsicht, Wissen. Aber das sind alles nur schattenhafte Übersetzungen. Es sind eben die oberen drei, beziehungsweise Da'at ist eigentlich schon auch wieder eine Verschiebung. Keter ist eben die allerhöchste, die aber schon jenseits solcher Seelenkräfte angesiedelt ist. Es ist eben die Krone einfach. Es ist noch ein Sof. Es ist das ohne Ende, das Unbegrenzte. Oder auch ein Sof All, das ohne Ende Licht, das unendliche Licht, das. Warum jetzt hier weiterhin solche hohen philosophischen Begriffe verlieren? Wie schöner sind doch die Geschichten, die uns überhaupt erst zu diesen Ahnungen hinführen und hingeführt haben und hoffentlich immer weiter dorthin führen. Und auch wenn jetzt dieser Monolog zum siebten Tag doch einen sehr anderen Charakter hatte als die bisherigen, viel weniger auf den Bibeltext, glaube ich, eingegangen wurde, aber ich denke, der Geist dieses siebten Tages ist ein bisschen angeklungen. Und so soll es sein. Und so mag ich jetzt vielleicht noch ein wenig den Ausklang dieses siebten Tages genießen. Beziehungsweise den Beginn des achten Tages erahnen dürfen für mich. Und wünsche noch eine fröhliche Chanukka, ein schönes Chanukka-Fest.
oder den römischen Kalender entsprechend einen schönen Übergang ins neue Jahr, wenn auch das Neujahr dieses römischen Kalenders vielleicht nicht im biblischen Sinne das neue Jahr ist. So ist ja doch der Tag im Sonnenkalender etwas Besonderes, weil dort die Helligkeit morgens schon wieder etwas früher durchbricht durch die Nacht als an den Tagen vorher. Die Tage sind zwar schon länger geworden seit der Wintersonnenwende, also seit quasi Weihnachten, seit so je nachdem, dem ungefähr 25. Dezember, aber von da an, von diesem Geburtstag Jesu nach dem christlichen Mythos oder der christlichen Tradition, 8 Tage danach, also am Tag der Beschneidung des Herrn, wie es ja auch dann im katholischen Festkalender, glaube ich, bezeichnet wird, am Neujahr eben, ist dann auch noch diese morgendliche, frühe, das morgendliche, frühere Durchbrechen des Lichtes, der Helligkeit endlich da. Und wir dürfen uns wieder freuen auf mehr Helligkeit jeden Tag. Und jetzt geht es weiter in Richtung der nächsten Tage. Je nachdem, welchen Kalender man folgt, im christlichen kommt dann irgendwann die Osterzeit, im biblischen Kalender, im jüdischen Brauchtum gibt es dann sowas wie das Neujahr der Bäume in gar nicht mehr allzu viel Zeit, in der Mitte des 11. biblischen Monats. Und dann Purim natürlich, das Geschehen um Esther, das persisch-medische Exil, in dem sich diese Wunder zutragen. Naja, so Gott will, dann im Zusammenhang mit diesen Festen vielleicht auch hier und da nochmal ein Gedanke als Monolog. Es wird sich zeigen. In diesem Sinne für heute, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shalom Aleichem.